Und David, let's go. Safe, 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 Bro. Vielen, vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Und Leute, lasst uns mal ganz kurz mit einer Sache beginnen. Und zwar ist es das Thema Dankbarkeit, Leute. Ich finde, man sollte Dinge wirklich mal wirklich nicht als selbstverständlich ansehen, sondern man sollte mit wirklichen Dankbarkeit noch an gewisse Dinge rangehen, wie zum Beispiel gerade diese Woche, Leute. Hat sich irgendeiner diese Woche schon mal bei Timmy bedankt und beim lieben Leon, der unten auch gerade noch am Mampfen ist? Hat sich irgendeiner bei den zwei Jungs diese Woche schon bedankt, dass sie dieses Bootcamp hier gerade auf die Beine gestellt haben? Dass sie sich darum bemüht haben, dass ein Michael Niems gestern am Start war? Dass sie sich darum bemüht haben, dass ein Andreas Fauster anfangs der Woche am Start war? Dass sie sich um alle anderen Speaker bemüht haben, sich überlegt haben, okay, über was kann man sprechen? Warum ist FTMO gerade so wichtig? Was kann man Trading Basic Technisches machen? Was kann man Trading Psychologiemäßiges machen? Leute, da steckt immens, immens viel Arbeit dahinter, Leute. Und da gehört auch, wie jetzt erst gerade schon gesagt hat, das Kamera anmachen dazu, Leute. Das Kamera anmachen ist erstens respektvoll gegenüber der Person, die gerade spricht, aber auch einfach Respekt gegenüber Tim, weil man einfach dann sieht, okay, ihr seid präsent und ihr nehmt das, was er auf die Beine gestellt hat, wirklich wahr, Leute. Ich bin euch ehrlich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir so wenig Gesichter gerade sehen, weil ich bin euch ehrlich, wenn wir uns persönlich auf einem Event treffen würden, dann würdet ihr auch nicht mit einer Tüte auf dem Kopf in den Raum reinlaufen. Deswegen lasst uns wirklich schauen, dass vielleicht noch ein paar Leute die Cam anmachen. Holt euch was zu schreiben raus, denn wir werden heute jetzt wirklich die erste Strategie diese Woche besprechen. Ich habe die große Ehre, das Ganze heute übernehmen zu dürfen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Auch Timmy, dankbar, danke an dich, dass du mich da auserwählt hast, dass ich heute ein bisschen was erzählen darf. Und mit den Worten, Bro, ich bräuchte auf jeden Fall gleich die Rechte für eine Bildschirmübertragung. Aber ich würde sagen, Timmy, wir sehen auf jeden Fall, sehen wir auf jeden Fall dein Instagram. Deswegen lass uns mal ganz, ganz, ganz viel Liebe beim lieben Tim da lassen. Ich muss gerade nur gucken, wie du auf Instagram heißt, Digga. Timmy, schreib mal kurz dein Instagram rein. Lass mal kurz den Jungen sein Instagram vollballern, dass der Typ sich ein bisschen appreciated fühlt, weil das hat er auf jeden Fall verdient. Alright, genau. Also ich guck mal kurz, kann ich mal Bildschirm freigeben? Broski, du musst mir noch ganz kurz die Bildschirmfreigabe geben. Yes, Tim Rausch 0801, Alter. Future Chairman, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. So, Bro, ich bräuchte die Rechte für die Bildschirmübertragung. Das wäre sehr schnuckelig, wenn du mir das einrichten könntest. Ansonsten, wie geht's euch? Wem geht's gut? Drop mal eine Eins in den Chat, wenn du einen schönen Tag hattest, wenn du einen erfolgreichen Tag hattest, wenn du heute schon Profits mitgenommen hast, wenn du heute schon Learnings gemacht hast, wenn du heute aufgewacht bist und die Möglichkeit hattest, alle deine Sinne noch zu verwenden, deine Beine noch zu benutzen, deine Arme noch zu benutzen, weil es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Yes, 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 da droppen doch die Eins da schon rein. Sehr, sehr geil. Alright, ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Bildschirm freizugeben und das ist auch das, was ich direkt tun möchte, weil Leute, wir werden uns heute mit dem Thema Price Trap beschäftigen. Und bevor wir wirklich direkt auf die Strategie eingehen, möchte ich kurz ein, zwei kleine Basics besprechen, die besitzen müssen, wenn ihr Price Trap handeln möchtet. Alright? Und die erste Sache ist, wir haben immer zwei verschiedene Bewegungen im Markt. Okay? Wir haben einmal eine sogenannte Impulsbewegung und wir haben einmal eine sogenannte Seitwärtsbewegung oder Seitwärtsphase, wie auch immer. Gibt es verschiedene Begriffe dafür. Und das sind die zwei Möglichkeiten, ups, das sind die zwei Möglichkeiten, wie der Markt quasi verläuft. Er verläuft entweder in einem klaren Impuls oder er verläuft seitlich. Und wir können uns mal direkt den Markt anschauen, wie das Ganze dann im Endeffekt ausschaut, okay? So, wir machen mal ganz kurz einfach alle Zeichnungen raus, dass wir einfach nur den nackigen Chart haben und dann sehen wir zum Beispiel hier schon, das hier ist zum Beispiel eine klare Impulsbewegung. Das hier ist eine klare Impulsbewegung. Warum? Weil wir sehen, der Markt entscheidet sich eindeutig für eine Richtung. Das heißt, er gibt ganz klar den Impuls in eine Richtung und marschiert dann eben in diese Richtung entlang. So, das bedeutet, das hier ist beispielsweise eine Impulsbewegung. Genauso auch diese große Bewegung hier nach unten kann man als eine überbegriffliche Impulsbewegung sehen. Und wie nennen wir diese Impulsbewegungen fachsprachlich? Logischerweise eine Trendlinie. Das heißt, wir haben hier einen Abwärtstrend, dann haben wir einen Aufwärtstrend. Hier haben wir zum Beispiel jetzt das, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich eine Seitwärtsphase. Das bedeutet, der Markt dümpelt einfach in einem gewissen Bereich, einfach für eine gewisse Zeit rum. Er dümpelt rum, bis er die Entscheidung trifft, okay, ich hau jetzt nach oben ab oder ich hau jetzt nach unten ab. Genau dasselbe hätten wir zum Beispiel auch hier. Auch hier haben wir gerade eine schöne Seitwärtsphase. Und das sind eben die zwei Möglichkeiten, wie der Markt verläuft. Das bedeutet, sowas müssen wir fürs Erste erkennen können. Und
Dann, was wir als zweites wissen müssen, ist einfach eine Analyse technisches Basic, und zwar das sind die Support- und Resistance-Zonen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten schon ein Begriff sein. Ich werde es euch trotzdem nochmal kurz erklären, falls du wirklich komplett neu bist. Und dafür mache ich eigentlich ganz gerne immer folgendes Beispiel. So, schaut euch mal zu Hause in eurem Zimmer um. Ich vermute mal, ihr befindet euch gerade bei euch zu Hause. Und bei euch in eurem Zimmer ist es ja halt so, ihr habt über euch, habt ihr eine Decke und unter euch habt ihr einen Boden. Und zwischen Decke und Boden befindet ihr euch logischerweise, weil ihr seid ja in eurem Raum. Und ein Raum setzt sich aus Decke, Boden und halt Wänden an der Seite zusammen, okay? Und das bedeutet, wir haben einen Boden unter uns, eine Decke über uns. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet aus eurem Zimmer nicht mehr rauskommen. Die Türen sind zugemauert, das Fenster ist zugemauert. Es gibt keine Chance, aus diesem Raum rauszukommen. Die einzige Möglichkeit ist es, ich drücke dir einen Hammer in die Hand. Ich drücke dir einen Hammer in die Hand, so einen abgestumpften Hammer, keine Spitzhacke, sondern einen stumpfen Hammer. Ich drücke dir einen Hammer in die Hand und sage, ey Bro oder hey Sis, wie auch immer, mach jetzt mal bitte die Decke kaputt oder den Boden, damit wir hier rauskommen. Okay, damit wir hier rauskommen. Was machst du? Du suchst dir jetzt beispielsweise die Decke aus und dann fängst du an zu hämmern. Und logischerweise das erste Mal, wenn du hämmerst, dann wird nicht viel passieren. Der Hammer wird mehr oder weniger einfach abprallen. Der Hammer wird einfach abprallen und was machst du? Du hämmerst erneut und du hämmerst erneut, prallst ab, hämmerst, bla bla bla. Und irgendwann schaffst du es dann letzten Endes mal die Decke kaputt zu machen, weil du hast dann das erste kleine Loch reingemacht. Du kannst langsam mit dem Kopf durchgucken und irgendwann hast du die Decke durchbrochen und befindest dich dann auf einmal hier oben. Okay, weil du die Decke kaputt gemacht hast. Sorry Leute, ich bin echt kein Picasso. Ich glaube aber, es ist klar deutlich, was ich meine. Und im Endeffekt hast du es dann wirklich geschafft, zum Beispiel die Decke kaputt zu machen. Und ich bin euch ehrlich, ihr seid in diesem Fall der Markt. Ihr und der Hammer in eurer Hand, ihr seid der Markt, okay? Das bedeutet, im Markt passiert genau dasselbe, weil der Markt verläuft immer in verschiedenen Etagen. Der Markt verläuft immer in verschiedenen Etagen und ihr könnt quasi sehen, wenn ihr das Auge schult, wie der Markt von Etage zu Etage quasi hüpft, beziehungsweise ja runterspringt. Zum Beispiel, wir sehen das hier gerade relativ deutlich. Wir können jetzt hier mal ein Beispiel machen. Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal das hier als Beispiel nehmen, wir können hier zum Beispiel sagen, okay, wir ziehen einen Boden. Wir können das Ganze sogar hier bis nach hinten ausführen, tendenziell ungefähr so. Wir ziehen beispielsweise jetzt hier einen Boden und dann sehen wir, der Markt kommt und der Markt hämmert. Er hämmert, prallt ab. Ihr seht, was ich meine. Bis er es dann quasi schafft, diesen Boden final zu durchbrechen mit einem Durchbruch und sich dann halt eben eine Etage weiter unten befindet. Das bedeutet, wir hätten jetzt überbegrifflich, hätten wir hier eine Etage einzeichnen können, zum Beispiel so ungefähr. Lass uns das mal kurz in einer anderen Farbe machen. Ups, nicht so, sondern so. So, hier wäre zum Beispiel eine Etage gewesen. Der Markt bricht nach unten durch und auf einmal haben wir hier im Endeffekt ungefähr die nächste Etage. Und genau dasselbe. Der Markt bildet Boden und Decke. Auch hier haben wir beispielsweise wieder einen Boden, den wir hier jetzt so einzeichnen können. So, tendenziell so, bis der Markt wieder nach unten bricht und in das nächste, logischerweise in die nächste Etage runterbricht. Und dann haben wir hier auf einmal die nächste Etage. So, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das bedeutet, der Markt verläuft immer in gewissen Etagen und wir können überall Boden und Decke in den Markt einzeichnen. Das bedeutet, auch hier sehen wir wieder, der Markt bildet einen Boden, den er dann meistens auch in Zukunft nochmal respektiert. Weil wir sehen es hier, logischerweise, wenn der Markt auf einmal sich wieder eine Etage weiter unten befindet, zum Beispiel so, wenn der Markt sich wieder eine Etage weiter unten befindet, dann sehen wir logischerweise, dass der Markt auf einmal den vorherigen Boden nun als, den vorherigen Boden, nachdem er nach unten gekommen ist, nun als Decke benutzt. Und gleichzeitig, was sehen wir hier? Das hat jetzt zwar nichts mit der Strategie zu tun, aber das ist jetzt einfach analysetechnisches Grundverständnis. Was sehen wir hier? Der Markt prallt hier quasi an unserer Decke ab. Und gleichzeitig an unserer Trendlinie. Das bedeutet, hier hätten wir eine doppelte Bestätigung für einen fallenden Markt. Okay? Hier hätten wir eine doppelte Bestätigung für einen fallenden Markt. Weil Leute, ich sage euch ganz einfach, Trading in einem Satz erklärt, ich sammle so viele Bestätigungen für die Richtung, in denen ich den Markt handeln will. Und umso mehr Bestätigungen ich habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass das passiert, wovon ich ausgehe. Das bedeutet, wenn ich einen fallenden Markt sehen will, dann suche ich einfach nur genug Bestätigungen, die mir sagen, okay, der Markt wird jetzt fallen.
Relativ simpel. So, drop mal eine 1 in den Chat, wenn es soweit verständlich ist. So, das bedeutet, der Markt verläuft immer in gewissen Etagen. Und genau darauf sind wir quasi aus. Weil jetzt haben wir Folgendes. Wir wissen jetzt, der Markt bildet immer eine Decke. Der Markt bildet immer einen Boden, eine Decke, einen Boden. Auch hier, nächstes Beispiel, wir können auch hier noch eine Decke ziehen. Tendenziell. So, sieht dann ungefähr so aus. So, und jetzt Folgendes. Jetzt kommen wir zur Strategie. So, mein Gekritzel hier brauchen wir jetzt gerade nicht. So, wir gehen mal weiter runter, da können wir weitermalen. So, und im Endeffekt haben wir jetzt gesagt, der Markt verläuft entweder in einem Impuls, das sieht dann ungefähr so aus, oder in einer Seitwärtsbewegung, was dann ungefähr so aussieht. Und jetzt haben wir die Strategie Price Trap. Price Trap, alright? Das bedeutet, Price Trap auf Deutsch heißt ja nichts anderes als Preisfalle. Das bedeutet, wir wollen den Markt fangen. Wir wollen ihn festhalten. Und jetzt Frage in den Chat, kann man den Markt besser in einer Impulsbewegung festhalten oder kann man ihn besser in einer Seitwärtsphase festhalten, wie zum Beispiel, wenn er sich in einem Raum befindet? Seitwärts, Hep. Seitwärts, seitwärts. Okay, seitwärts, seitwärts. Seitwärts schreibt man mit Ä, Bruder, aber egal, das lernen wir noch. Egal, komplett richtig. Das heißt, Schritt Nummer 1, um erfolgreich nach Price Traps zu suchen, ist es, wir suchen nach Seitwärtsphasen. Suchen nach Seitwärtsphasen. Und dann, Phasen, so. Und dann geht es eigentlich nur darum, es ist so simpel, Leute, es geht dann eigentlich nur darum, den Markt in dieser Zone gefangen zu halten, indem wir quasi einen Boden einzeichnen und eine Decke einzeichnen. Okay? Wir zeichnen einfach nur einen Boden ein und eine Decke ein und danach haben wir, siehe da, der Markt ist gefangen zwischen Decke und Boden. Okay, der Markt ist gefangen zwischen Decke und Boden. Und wir können uns das Ganze auch direkt live im Chart anschauen, dass wir halt einfach direkt die Praxis dazu haben. Wir können hier eigentlich jetzt verschiedene Beispiele nehmen. Eigentlich ist jede Etage, das wollte ich gerade nicht markieren. Jede Etage ist hier eigentlich tendenziell gerade eine Price Trap. So, jetzt gerade das Aktuellste ist hier zum Beispiel diese Seitwärtsphase. Und diese Seitwärtsphase würde ich meiner Meinung nach sofort trappen. Das bedeutet, ich würde hier sofort eine Price Trap einzeichnen und würde diese dann ungefähr so aussehen lassen. Ich würde sie ungefähr so aussehen lassen. Das heißt, wir haben eine Decke, wir haben einen Boden. Ich würde den Boden ungefähr so ziehen. Und siehe da, der Markt ist gefangen zwischen Decke und Boden. Okay, zwischen Decke und Boden. Und jetzt Schritt Nummer 2 ist einfach relativ simpel. Wo ist meine Zeichnung? Wo ist mein Text? Okay, warte mal, wir holen das mal ein bisschen weiter rüber. Wir holen das mal hier hin. So, Schritt Nummer 2 ist, warte mal, wir machen mal hier kurz unsere wunderschöne Zeichnung weg. Schritt Nummer 2 ist es einfach, nach einem Ausbruch der Zone zu suchen. Wir suchen nach dem sogenannten Breakout. Breakout abwarten. Breakout abwarten. So, das bedeutet, was wir dann quasi wollen, ist es, dass der Markt aus unserer Falle ausbricht. Wir wollen, dass er flüchtet. Normalerweise sollen die Leute ja nicht flüchten, die gefangen sind, aber dieser Markt soll jetzt quasi aus unserer Zone flüchten. Das bedeutet, ein Breakout wäre dann quasi eine Bewegung nach unten oder nach oben. Das bedeutet, der Markt bricht entweder unsere Decke durch oder er bricht unseren Boden durch. Eins von beiden. Hat er das getan, dann können wir nach Schritt Nummer 3 suchen und das ist der sogenannte Retest. Retest. Wir wollen einen Retest haben. Was heißt jetzt Retest? Retest ist einfach relativ simpel erklärt. Der Markt, wenn er eine Zone durchbricht, wenn er einen Boden oder eine Decke kaputt macht, das ist wie bei euch zu Hause. Wenn ihr es dann geschafft habt, eure Decke kaputt zu machen, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen erschöpft und legt euch erstmal kurz auf den Boden, okay? Das stellen wir uns jetzt mal genauso vor. Und genau das macht der Markt auch. Der Markt bricht durch, kommt kurz zurück zum Boden, also das ist ja jetzt der neue Boden, bevor er dann, um kurz Kraft zu sammeln, um dann nach oben hinweg zu schießen. So, um dann weiter nach oben rennen zu können. Genau dasselbe nach unten. Der Markt durchbricht, ist erschöpft, legt sich kurz hin, kehrt kurz zurück und rennt dann weiter. Das bedeutet, der Markt macht sehr, sehr häufig eine blitzartige Bewegung. So, er bricht aus, das ist der Ausbruch. Der erste weiße Strich ist der Ausbruch, das ist der Breakout. Dann haben wir den Retest an die Zone und dann am Retest, also quasi genau hier suchen wir unsere Einstiege. In diesem Bereich suchen wir unsere Einstiege. Und wenn der Markt nach unten bricht, dann suchen wir nach einem fallenden Markt, logischerweise. Und wenn der Markt nach oben die Zone gebrochen hat, dann suchen wir dementsprechend nach einem steigenden Markt.
Das bedeutet, relativ simpel, Price-Trap ist eine Strategie, die du in beide Richtungen handeln kannst, so wie eigentlich alle tradebaren Strategien. Und das ist einfach mächtig, Leute. Das ist auch ein großer Vorteil gegenüber Investments, weil du den Markt eben in beide Richtungen handeln kannst. Egal, ob der Markt steigt oder ob der Markt fällt, du kannst in beide Richtungen dein Geld verdienen, alright? Und das ist quasi das Grundsetup. Das bedeutet, beim Retest suchen wir unseren Einstieg. Nach dem Retest suchen wir den Einstieg. Das bedeutet, die Strategie ist eigentlich sehr, sehr simpel. Wir haben so einfache Schritte. Wir suchen nach einer Seitwärtsphase, zeichnen eine Decke ein, zeichnen einen Boden ein, fangen damit den Preis zwischen diesem Bereich und warten dann einfach nur, dass der Markt entweder die Decke zerbricht oder dass der Markt den Boden zerbricht, okay? Und wenn er das getan hat, dann wird er kurz durchschnaufen. Und wenn er durchschnauft, dann wollen wir quasi den neuen Impuls, weil dann haben wir es wieder. Der Markt wechselt von einer Seitwärtsphase in eine Impulsphase, weil er es geschafft hat, ein wichtiges Marktlevel zu durchbrechen, nämlich unseren Boden bzw. unsere Decke. Und das sorgt meistens für Euphorie. Wenn man etwas erreicht hat, wenn man etwas geschafft hat, sorgt das für Euphorie. Dementsprechend hat der Markt dann einfach Bock und wandert dann wahrscheinlich weiter nach unten durch. Okay? Und das ist die Strategie. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel gerade, wo wir den Markt jetzt hier in unsere Etagen unterteilt haben. No joke, ich habe random dieses Währungspaar ausgewählt. Also das ist gerade echt Zufall, dass es so exakt passt. Aber das ist halt eben das Ding, du wirst bestimmte Dinge, wenn du einfach übst, wenn du dein Auge schulst, dann wirst du Dinge einfach auf Anhieb sehen. Du wirst es einfach erkennen können. Und wir sehen es dann tendenziell hier. Wir können jetzt einfach mal hier ein Beispiel nehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel das erste Beispiel. Zum Beispiel das erste Beispiel des Beispiels. 300 Mal Beispiel gesagt. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, warte mal, wir machen diese Kreise kurz weg. So, der Markt hat gehämmert, gehämmert, gehämmert und dann kam hier der Durchbruch. Dann kam der Durchbruch. Warte, wir schauen uns das Ganze wirklich im Detail an. Wir schauen uns das im Detail an. Ich mache mal nochmal kurz alle Zeichnungen weg. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir können hier nämlich auch Replay machen. Jetzt stellt euch mal vor, das hier würde es noch nicht geben. So, der Markt sieht aktuell so aus. So, das ist jetzt zum Beispiel unsere Price Trap. Was würde ich jetzt im Endeffekt tun? Ich schnappe mir dann immer hier meine horizontale Linie, ziehe unten einen Strich, wahrscheinlich ungefähr so, würde oben dann noch einen Strich ziehen, ungefähr so und das Ganze dann auch an der Oberseite, zack, kann dann hier noch meinen Balken reinhauen, hau dann hier quasi einen Balken rein, hau unten einen Balken rein und zack, ist unsere Price Trap ready, okay? Unsere Price Trap ist ready. So, und jetzt lassen wir den Markt mal einfach kurz laufen. Ich weiß gar nicht, wie macht man denn hier Play? So macht man Play. Oh, das ist viel zu schnell, hoppla, fuck. Fuck, 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 das war viel zu schnell. Alright, egal. Auf jeden Fall, tendenziell reicht es jetzt eigentlich gerade aus, was hier passiert. So, tendenziell haben wir hier jetzt quasi folgendes Szenario. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt deine Entries definierst. Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Entries definierst. Ich selber, ich zeige euch auch noch gleich, wie ihr euch perfekt im Price Trap einfindet. Weil Leute, ich bin euch ehrlich, meine Aufgabe ist es nicht, euch die Strategie beizubringen. Ich habe euch jetzt kurz die Basics erklärt, aber im Endeffekt sind die Educator dafür da. Alright, die Educator sind dafür da. Ich bin keiner davon. Wir hatten gestern und vorgestern zwei davon. Ich werde euch aber gleich zeigen, wie ihr ganz genau in diese Price Trap Thematik reinkommt. Ah, fuck, jetzt habe ich es aus Versehen alles wieder gelöscht, oder? Ah, scheiße, wo waren das jetzt? Egal, nehmen wir einfach mal. Ah, ne, passt, oder? Hä? Ich bin gerade ein bisschen lost. Okay, egal, nehmen wir einfach mal hier dieses Beispiel. Okay, wir haben den Preis gefangen. So, einmal Boden, so ungefähr. Einmal Boden, einmal Decke. Zack. Und dann haben wir letzten Endes hier genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir haben den Durchbruch. Das ist der Breakout. Ups. Das hier ist der Breakout. Der Retest. Und am Retest suchen wir unseren Einstieg für einen fallenden Markt. Und wir sehen, was instant passiert ist. Okay? Wir sehen, was instant passiert ist. Das hier wäre jetzt ein tendenzielles Szenario, was man mitnehmen könnte. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt hätte, wäre dieser kleine Fakeout hier gewesen. Aber im Endeffekt hätte ich die Zone, glaube ich, trotzdem einfach genauso mitgenommen. Was ihr auch machen könnt, ist einfach, deswegen nutze ich die horizontalen Linien, weil wenn ich dann quasi meine Setups drin habe, ist ein bisschen ungenau geworden. So, wenn ich dann meine Setups drin habe, dann schaue ich in der Vergangenheit nach Bestätigung. Und zum Beispiel hier,
Das hier ist für mich, das finde ich geil. Das finde ich geil, weil, warum? Wir haben hier sehr viele Bestätigungen für diese Zone. Wir haben hier sehr viele Bestätigungen für diese Zone. Hier ebenfalls Bestätigungen für diese Zone. Unten genau dasselbe. Wir haben hier immer wieder Bestätigungen. Und das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen, dass der Markt an diesen Zonen reagiert. Okay? Wir wollen, dass der Markt an diesen Zonen reagiert. Hier ebenfalls. Und das sagt dann im Endeffekt aus, ob es eine ausschlaggebende Zone ist oder nicht. Das bedeutet, was ich dann mache, ist, ich gehe gerne nach 1994 und schaue einfach, was der Markt damals vor 20 Jahren getan hat. Hier, Leute, wunderschön. No joke. Hier, wir sehen es die ganze Zeit, wie der Markt uns hier Bestätigungen für diese Zone gibt. Hier, hier, von mir aus so ein bisschen, hier, 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 hier unten für die untere Zone. Und Leute, das ist clean. Genau sowas wollen wir haben. Da wollen wir den Preis festhalten. Und dann entsteht nämlich auch genau solche Szenarien. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt dann mehrere Möglichkeiten, euren Entry zu finden. Darauf möchte ich jetzt allerdings nicht genau eingehen, weil das wird einfach zu viel Zeit schlucken. Ganz im Gegenteil möchte ich euch nämlich jetzt noch zeigen, wie könnt ihr euch perfekt im Price Trap einpluggen. Und ich bin euch ehrlich, Go Live is the way to go, as always. Go Live, deutschsprachig. Wer kein Englisch kann, wer auf dem deutschsprachigen bleiben möchte, Cedric Maschine. Cedric Maschine, der schaut Cedric seine Go Lives, seine Forex Go Lives, dann Cedric traded Price Trap, so rum. So, das heißt, wir haben hier die Favorite Sessions. Und dann haben wir nämlich folgende Session. Ich muss gerade schauen. Hier, Price Trap Rundown, komplett. Einmal kompletter Price Trap Rundown, Price Trap Training, Price Trap institutioneller Ansatz und so weiter und so fort. Bla 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 bla. Das heißt, wir haben eigentlich jede Woche Price Trap Input von Cedric. Jeden Dienstag 20 Uhr ist er live und gibt uns Price Trap Training. Okay? Jetzt ist natürlich auch wieder die Sache, ihr müsst selber entscheiden, was euch lieber liegt. Okay? Es gibt Leute, die traden gerne größere Zonen. Es gibt Leute, die traden eher kleinere Zonen. Okay? Das bedeutet zum Beispiel, der ein oder andere würde jetzt zum Beispiel hier das als Boden sehen, würde, keine Ahnung, tendenziell hier ungefähr die Decke ziehen. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel eine relativ große Zone. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viel Spielraum. Auch Euro GBP ist gerade so eine etwas größere Zone. Das bedeutet, du kannst entweder auf größere Zonen gehen. Oder du gehst halt tendenziell auf kleinere. Das bedeutet zum Beispiel hier, das hier. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine kleinere Zone, wo man sagt, okay, man trappt den Price hier, man hat den Boden, man hat oben die Decke, sowas. Das ist zum Beispiel eine kleinere Zone. Und da kann ich euch zum Beispiel sagen, Cedric geht sehr, sehr gerne auf größere Zonen. Cedric hat es lieber ein bisschen größer, zeichnet den Markt lieber in größere Strukturen ein. Wenn ihr euch jetzt aber sagt, hey, mich interessiert zum Beispiel auch kleinere Zonen, dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr geht auf englischsprachig. Ihr geht auf englischsprachig, ihr geht auf Gold Cup, ihr braucht das Tool Gold Cup, also wenn ihr nur ein kleines Forex-Paket habt, dann müsst ihr euch das wahrscheinlich dazu buchen. Ihr geht auf Gold Cup und dann geht ihr hier auf Christopher Derrick. Okay? Christopher Derrick ist eine verdammte Maschine. Christopher Derrick ist eine verdammte Maschine. Ich liebe diesen Typen. Geht auch gefühlt 30 Mal die Woche live. Und habt hier, er hat irgendwie nicht immer alle Recordings drauf, aber seine Sessions sind auch wirklich kurz und knapp. Ihr seht es hier, 20 Minuten, 28 Minuten, 10 Minuten, alles drum und dran. Das bedeutet, bei ihm ist alles kurz und knapp, okay? Und bei ihm ist es auch häufig so, er macht manchmal einfach nur entspannte Musik an, macht klassische Musik an, macht bisschen Lo-Fi an und dann einfach geiler Vibe und er zeichnet seine Zonen ein, okay? Das heißt, Christopher Derrick könnt ihr euch reinziehen. Auch er hat hier eine Favorite Session, wo er ganz genau erklärt, was er tut. Oder was in letzter Zeit wirklich mein persönlicher Favorit ist, ihr geht, passt auf, ihr geht auf Holländisch, auf Dutch und dann habt ihr hier Mr. Anthony Paris, okay? Anthony Paris, nein, Siri, dich wollte ich nicht haben. Ihr habt hier Mr. Anthony Paris und ich bin euch ehrlich, dieser Typ ist eine verdammte Maschine. Ich habe ihn vor einigen Wochen von Pascal empfohlen bekommen, deswegen Grüße gehen raus an Pascal, falls du das sehen solltest. Er hat mir den Typen empfohlen, ich kannte ihn nämlich nicht. Und ich habe angefangen, seine Sessions zu schauen. Und Leute, ich bin euch ehrlich, no homo, ich habe mich verliebt. Er macht so geile Go-Live-Sessions. Jeden Tag von Montag bis Donnerstags ist er live. Hat hier in den Favorite-Sessions auch Beginner-Sessions. Und gerade, weil er ja holländisch ist eigentlich, er macht das meiste auf Englisch. Und dadurch, auch wenn du jetzt nicht so topfit in Englisch bist, dadurch, dass er selber Holländer ist, spricht er jetzt auch kein Schickimicki-Englisch. Das bedeutet, diesen Dude versteht man wirklich super. Sogar der liebe Flo hier, der jetzt in Englisch wirklich jetzt nicht das absolute Brain ist, sogar Flo hat ihn verstanden und das muss schon einiges heißen. Ja, Bro, naja, kurz geroastet, Spaß beiseite, kriegst nachher was auf meinen Nacken. Nee, auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr verständlich. Und was ich euch empfehlen würde, wenn euch die Thematik Price Trap interessiert, dann schaut euch diese Session an. Price Trap in Detail.
Price Trap in Detail. Da geht er ganz genau drauf ein. Er erklärt die Strategie, er erklärt Risiko-Money-Management, er erklärt, wie ihr Bestätigungen sammelt und wie ihr dann auch zu krassen CRVs kommen könnt. Was ist ein CRV? Ein CRV ist ein Chancen-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet, darauf können wir vielleicht kurz eingehen, wenn jetzt zum Beispiel hier der Markt nach unten durchbricht, okay? Wir gehen jetzt davon aus, der Markt bricht nach unten durch, er macht den Retest, wir steigen hier ein und setzen auf einen fallenden Markt. Dann ist natürlich die Frage, okay, wie weit wollen wir den Markt denn mitnehmen? Und bei Price Trap machen wir immer ein sogenanntes Twin Trading. Das bedeutet, wir öffnen immer zwei Positionen, okay? Wir öffnen zwei Positionen. Die erste Position ist relativ simpel. Wenn wir jetzt nach Cedric gehen würden, dann würden wir 30 Pip Stop Loss und 30 Pip SL machen. So, Stop Level 300 und Take Profit Level 300. So, dann würde das Ganze im Endeffekt so aussehen. Ich sage euch ehrlich, bei Anthony Paris lernt ihr maximal 15 Pips Stop Loss. Maximal. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, dadurch, dass wir 30 Pips Stop Loss haben, 30 Pips Take Profit, haben wir ein Risk-Reward-Ratio von 1. Risk-Reward-Ratio auf Deutsch, Chancen-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet einfach nur, wir können mit einem Risikoverhältnis von 1, können wir genauso viel verlieren, wie wir gewinnen können. Weil es ist ja ausgeglichen. 30-30, wenn man das Ganze kürzt, hat man 1. Okay? So, wenn wir jetzt zum Beispiel 60 Pips Take-Profit machen, dann werdet ihr sehen, das Chancen-Risiko-Verhältnis, also Risk-to-Reward, wird jetzt bei 2 sein. Warum? Weil wir können 30 verlieren, können aber 60 gewinnen. Und das ist das Ding. Das bedeutet, was ihr dann im Endeffekt macht, ist, so, ich habe das hier mal kurz kopiert, so, dann setzen wir das hier daneben. Und was ihr dann im Endeffekt macht, ihr macht einen Safety, wo ihr 30 Pips mitnehmt und den zweiten, den macht ihr mehr oder weniger Open-End. Und was ihr dann macht, ist, ihr schaut einfach nach Punkte in der Vergangenheit, die der Markt noch abarbeiten muss. Sogenannte Imbalances, okay? Okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen ein dummes Beispiel, weil der Markt seit... Okay, hier. Das bedeutet, hier würde ich jetzt zum Beispiel, also hier ist ja unsere Trap, das bedeutet, wir könnten hier den Markt jetzt tendenziell mal Minimum bis hierhin mitnehmen, ungefähr, und circa in diesem Bereich könnten wir tendenziell dann unsere Positionen verkaufen. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz eine Sache machen. Wir machen jetzt einfach mal... Genau, dann Extend Right. So, dann haben wir das nämlich bis nach da drüben. So, und jetzt gehen wir wieder nach vorne. Und dann wäre das hier tendenziell unsere Verkaufszone. Das bedeutet, bis dahin würden wir den Trade mitnehmen. Wenn wir da jetzt einfach mal in die Mitte reinsetzen, wären das circa 80 Pips. Und 80 Pips wären zum Beispiel schon mal ein Chancen-Risiko-Verhältnis von fast 3, von 2,7. Jetzt gehen wir nicht von 30 Pips Stop-Loss aus, sondern gehen beispielsweise von 15 Pips Stop-Loss aus, wie es zum Beispiel Anthony Paris beibringt. Und auf einmal haben wir ein Risk-Reward-Ratio von 5. Leute, von 5. Das ist crazy. Das bedeutet, wir können 5-mal so viel gewinnen, wie wir verlieren können. Und warum ist das jetzt wichtig? Das ist einfach wichtig, weil dadurch schützt du dein Konto und dadurch bist du viel entspannter bei Verlusten. Weil du kannst jetzt rein theoretisch 4 Trades verlieren. Du könntest 4 am Stück verlieren und den 5. gewinnen und du wärst trotzdem im Profit. Du wärst trotzdem im Profit und das ist das Mächtige von einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis. Und so wie zum Beispiel Anthony Paris es beibringt, kannst du teilweise ein sehr, sehr starkes Chancen-Risiko-Verhältnis haben und er geht auch keine Trades ein mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis von weniger als 2:1. Das heißt Minimum doppelt mal so viel Gewinn, wie du verlieren kannst. Und das ist halt auch gerade im Thema FTMO sehr wichtig, weil du halt niemals unterschätzen darfst, dass du einen täglichen Verlust hast, den du nicht überschreiten darfst. Genauso einen Gesamtverlust, den du nicht überschreiten darfst. Wenn du dann aber dementsprechend einfach knappe Stop-Losses hältst, weil du halt einfach sehr präzise Entries nimmst, weil du viele Bestätigungen hast. Ich wiederhole nochmal, Trading bedeutet nichts anderes, als in eine Richtung zu tendieren und umso mehr Bestätigungen du für diese Richtung hast, umso wahrscheinlicher wird, dass das Ganze passiert. Und wie gesagt, Anthony Paris, wo ist er, der gute Dude hier? Im Price Trap in Detail geht er auch ganz genau ein, welche Bestätigungen sammelt er? Welche Bestätigungen gibt es? Weil dann gibt es auf einmal nicht nur
Breakout, Retest und Go, sondern dann gibt es verschiedene Dinge. Er bezieht die EMA mit ein, er achtet auf Candlestick-Formations und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Schaut euch den Typen einfach an, wenn euch die Strategie jetzt tendenziell gefällt. Ich bin euch ehrlich, das ist auch eine sehr, sehr gute Strategie für einen Neueinsteiger. So, ich gehe auch mit vielen neuen Leuten, zum Beispiel hier gerade der liebe Vian Lon, auch einer meiner Teampartner, absolute Maschine. Grüße gehen raus an der Stelle. Zum Beispiel auch mit ihm bin ich anfangs wirklich diese Strategie durchgegangen, weil es einfach sehr basic ist. Es ist sehr anfängerfreundlich und deswegen einfach auch leicht zu erlernen, okay? Und ich bin euch ehrlich, wenn ihr das Ding beherrscht, dann smasht ihr damit die FTMO weg. Ihr smasht damit die FTMO weg. Und gerade auch, gerade Thema Price Trap ist halt dann auch eine Sache, da dauert es nicht allzu lange, bis du in diesem Game drin bist. Es dauert nicht allzu lange, ich bin euch ehrlich, du machst das Ganze ein paar Mal, und dann wird es schon zur Gewohnheit, du übst es, du lernst es, du schulst dein Auge. Und deswegen gebe ich auch immer jeder Person mit, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, dann fang so früh wie es geht an, Dinge in die Praxis umzusetzen. Fang so früh wie es geht an, Dinge in die Praxis umzusetzen, weil nur wenn du Dinge praktisch beherrschst, kannst du damit Geld verdienen. Ein Theoretiker zu sein, wird dir hier im Trading nichts bringen. Es wird dir nichts bringen. Und das bedeutet, schau, dass du Eigeninitiative ergreifst, schau, dass du Gas gibst, schau, dass du nicht alles nur von deiner Upline abhängig machst, wenn sie dir sagt, hey, mach das und das, dass du es dann auch machst, sondern pardon, sei wirklich eigenständig, weil es ist ein eigenständiges Business. Du musst hier niemandem was beweisen, außer dir selber. Das bedeutet, tu es für dich, gib Gas für dich, gib Vollgas, zieh durch und smash diese FTMO weg, weil ich bin euch ehrlich, die FTMO ist so ein großer Türöffner, Leute. Es ist so ein großer Türöffner, weil wenn du mit 300 Euro profitabel handeln kannst, wenn du mit 500 Euro profitabel handeln kannst, dann kannst du es auch mit 50.000. Also warum solltest du dich nicht an die 50.000 ranwagen? Es ist einfach nur eine Zahl. Es ist einfach nur eine Null mehr. Es sind einfach nur zwei Nullen mehr, aber es ist genau dasselbe. Das Price Trap Muster hier würde mit 50.000 auf dem Konto genauso gleich aussehen wie mit 100 Euro. Es ist genau dasselbe. Das ist einfach nur eine Sache des Menschen. Deswegen beschäftige dich vor allem wirklich auch mit der Psychologie dahinter. Nimm das ernst, was Michael gestern gesagt hat. Nimm es wirklich zu Herzen und setz das Ganze um und sei vor allem auch als Trader auf den Mindset-Calls am Start, weil ich bin dir ehrlich, als reiner Trader brauchst du viel, viel mehr Mindset als jeder Networker, den es da draußen gibt. Ich bin es euch ehrlich. Weil wenn ihr im Kopf nicht klar seid, wenn ihr nicht klar bei Verstand seid, dann wird das Ganze nichts werden. Ihr müsst das Ganze professionell sehen. Ihr müsst das Ganze ernst nehmen, weil nur wenn ihr es professionell seht, könnt ihr auch professionelle Resultate erwarten, Leute. Ganz einfach. Nur wer es wirklich ernst nimmt, kann es wirklich dann auch letzten Endes, ja, irgendwann dann auch mal hauptberuflich machen. Kann dann sagen, ey, ich lebe von Trading. Und glaubt mir, das ist ein verdammt, verdammt geiles Gefühl. Das wird ein verdammt, verdammt geiles Gefühl. Und es ist die Arbeit wert. Und glaubt mir, Leute, seid euch, nehmt es euch selbst nicht übel, wenn es nicht von Tag 1 klappt. Es ist voll normal, dass Dinge nicht von Tag 1 klappen. Leute, bewahrt die Langfristigkeit in diesem Game. Trading ist kein einfacher Skill. Silas sagt es immer wieder, es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Eine Price Trap zu finden ist simpel, aber emotional neutral zu bleiben und auf den richtigen Moment zu warten, in den Markt einzusteigen, ist nicht einfach. Das bedarf Erfahrung, das bedarf Zeit, das bedarf Übung. Okay? Deswegen, Leute, nimmt das Game wirklich ernst, weil es ist eine verdammt große Möglichkeit, Leute. Es ist eine verdammt große Möglichkeit und verschlaf es nicht. Verschlaf es nicht, bevor es zu spät ist, Leute. Weil ich bin euch ehrlich, die Leute, die quitten, die aufhören, die haben nur deshalb aufgehört, weil sie einfach selber nicht wirklich dran geglaubt haben. Sie haben es nicht wirklich sehen können. Aber ich verstehe nicht, wenn du es halbwegs ernst meinst, wie du das hier nicht sehen kannst. Bro, 50.000, Digga. 50.000er FTMO, 100.000er FTMO, 200.000er FTMO. Was sind das für Sprungbretter? Wenn du mit 50.000 einmal bestehst und sagen wir mal 10% aufs Konto tradest, was du in einem Monat schon realistischerweise schaffen kannst, Digga, dann machst du 4 Riesen. Dann bist du ein Gutverdiener in Deutschland. Da machst du 4 Glocken. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, was ich auch euch als Rat mitgeben möchte, wenn ihr euch sicher fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich beherrsche mein Handwerk, ich gebe Gas, nimm das Ganze ernst, ich nehme es professionell. Ich arbeite mit einem sauberen Arbeitsplatz, weil nur ein sauberer Arbeitsplatz schafft einen sauberen Verstand und nur ein sauberer Verstand verschafft saubere Resultate. Und wenn du der Meinung bist, du hast das alles drauf, dann fackel nicht zu lang. Dann zöger nicht zu lang. Dann nimm das Geld in die Hand und starte diese FTMO. Weil, lass uns mal wirklich rational rechnen. Eine 50.000er-Challenge kostet 350 Euro.
Eine 50.000er-Challenge kostet 350 Euro. Wenn du selbst jetzt, keine Ahnung, dann einmal 10% drauf tradest, dann machst du 4.000. Das bedeutet, selbst wenn du die Challenge 10-mal verkackst, 10-mal, dann hast du 3.500 ausgegeben, beim 11. Mal schaffst du sie und du bist immer noch im Profit. Das nenne ich mal ein geiles CRV, Leute. Nein, no joke. Deswegen, nimmt das Game wirklich ernst. Ich schwöre es euch, ich liebe diesen Shit. Ich sitze jeden Tag vor diesen Märkten. Ich gebe mir jeden Tag Input. Ich bilde mich jeden Tag weiter, weil ich weiß, es wird sich auszahlen. Und es wird sich langfristig auszahlen. Deswegen, habt die richtige Erwartungshaltung. Ich sehe immer noch nicht mehr Camps, na egal. Habt die richtige Erwartungshaltung. Nehmt das Ding hier wirklich ernst. Und dann steht euch wirklich langfristig nichts mehr im Wege. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn jemand vielleicht noch eine Frage hat oder sowas, dann lasst gerne kurz auf Fragen noch eingehen. Ich denke, wir haben noch einen Moment Zeit. Lasst gerne noch auf Fragen eingehen, falls Fragen da sind, falls Fragen bestehen. Und yes, wahre und wichtige Worte. Vielen, vielen Dank, Julian. Weiß ich sehr zu schätzen, Bro. Weiß ich sehr zu schätzen. Safe. Ich würde sagen, wir warten kurz ab, ob noch Fragen kommen oder ob alles soweit verständlich ist, ob alles klar war. Empfiehlst du den 4-Hour-Chart? Was sind Vorteile zum 1-Hour-Chart? Ganz einfach, ich empfehle den 4-Hour-Chart dann, um mir einfach ein überbegriffliches Bild vom Markt zu verschaffen, weil es ist einfach sehr, sehr hilfreich zu sehen, okay, weil gerade vor allem auch, wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, okay, wie hat der Markt sich jetzt verhalten, passt das Marktmuster gerade, dann schaue ich mir gerne an, was der 4-Hour-Chart macht und er sagt halt häufig einfach deutlich mehr aus als der Stundenchart, weil es ist halt einfach eine größere Timeframe und wir wissen selber, umso größer die Timeframe, umso aussagekräftiger sind die Dinge, die dort passieren. Und deswegen kann ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen, ab und zu mal in den 4-Stunden-Chart zu schauen. So rum. Safe. Wie lange läuft ein Trade im Schnitt? Ich finde, das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Wenn der Markt in einem Momentum ist, dann kann es sein, wenn wir zum Beispiel jetzt für einen Sell gehen und der Markt hat immens viel Verkaufsmomentum, dann kann es sein, dein TP von 30 Pips ist innerhalb von 2 Stunden erreicht. Es kann aber auch mal sein, das Ganze dauert ein bisschen länger. So gerade die Japaner sind dafür bekannt, dass sie manchmal ein bisschen länger brauchen. Dann kann ein Trade auch wirklich mal einen Tag laufen oder ein bisschen länger. Vor allem gerade die 30 Pips, also du eröffnest ja immer 2 Positionen und die 30 Pips sind logischerweise schneller erreicht wie die 2. Position, die du zum Beispiel bei 75 Pips schließen willst. Das heißt, du kannst eigentlich nicht genau pauschal sagen, wie lang ein Trade wirklich läuft. Was würdest du empfehlen, alleine lieber eine Zone zu nutzen oder eher eine kleine? Warte, was würdest du empfehlen, alle lieber eine Zone zu nutzen oder eher eine kleine? Bro, ich weiß nicht genau gerade, was du mit der Frage meinst. 15 oder 30 Min Confirmation Candle. Auch da musst du eigentlich individuell schauen. Ich selber, Danny hat schon beantwortet, 30 ist aussagekräftiger, sehe ich genauso. Weil ich lebe einfach nach dem Prinzip, umso größer die Timeframe, umso aussagekräftiger ist das Ganze. Bro, schau dir Anthony Paris an. Also ich trade nach Anthony Paris und da schaust du 15, 30 als auch eine Stunde Stundenchart nach, um nach der Bestätigung zu suchen. Eine große Zone zu nutzen oder eher eine kleine? Ich würde sagen, da gibt es eigentlich auch kein richtig oder falsch. Dem einen liegen eher größere Zonen, dem anderen liegen eher kleinere Zonen. Das Ding ist halt, bei den größeren musst du halt geduldiger sein. Es dauert länger, bis meistens der Ausbruch kommt, weil er muss ja auch mehr Strecke zurücklegen, um überhaupt den Markt, den Breakout machen zu können, etc. Ich selber habe eigentlich gar keinen wirklichen Favoriten. Wenn ich eine große Zone sehe, die ich clean finde, zeichne ich sie ein. Wenn ich was Kleines habe, was ich clean finde, zeichne ich es ein. Und im Endeffekt, es funktioniert mit beidem. Wie viele Entries findest du circa in einer Woche? Auch das kannst du niemals pauschal sagen, weil du kannst die Märkte nicht vorhersehen. Du weißt nicht, was passiert. Ich sage euch ehrlich, gestern und heute hatte ich relativ wenig. Also ich kann euch mal kurz meine Setups zeigen, die ich gerade offen habe. Wir müssen hier in meine Blue List. So, ich habe jetzt gerade folgende Währungspaare offen. Wir haben einmal AUD/USD. Das ist eine sehr, sehr kleine Zone. Das ist gerade dieser Bereich hier, wo wir jetzt den Breakout hatten und jetzt quasi, wir sind im 4-Stunden-Chart. Aber es wird im Stundenchart auch nicht groß anders aussehen, wo wir jetzt den Breakout hatten und jetzt warte ich den Retest ab, suche nach Confirmations und steige dann in den Chart ein. Oder in den Markt besser gesagt. Auch JPY wiederum ist beispielsweise eher was Größeres. Auch hier hat der Markt noch, ist noch am Konsolidieren. Er zeigt noch nicht genau an, ob jetzt nach oben oder nach unten wandern wird. GBP AUD ist irgendwie gerade gar nicht eingezeichnet. Ich weiß nicht warum, den können wir mal noch kurz reinmachen.
So, zack und zack. GBP Audi, auch er ist noch am Konsolidieren. Müssen wir halt eben einfach geduldig sein. Was ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr so eine horizontale Linie zieht, dann macht hier einen Klick drauf, einen Doppelklick, Add Alert. Und da mache ich immer bei der Resistance, mache ich Crossing Up, also dass er nach oben hin kreuzt. Und dann once per bar close, weil das sorgt dafür, dass nicht jeder Wick euch angezeigt wird, sondern eben nur ein Candle Close, weil nur ein klarer Candle Close ist auch ein klarer Ausbruch der Zone, okay? Dann könnt ihr hier unten noch reinschreiben, Breakout Resistance, und dann bekommt ihr da eine Benachrichtigung. Wenn ihr die TradingView App auf dem Handy habt, dann kriegt ihr die Nachricht auch aufs Handy, weil am Laptop ist man vielleicht jetzt doch nicht immer die ganze Zeit, aber dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wie als wäre es eine WhatsApp-Nachricht, relativ hilfreich. Genau, dann habe ich Euro GBP. Das war auch das, wo wir gerade jetzt hier das Beispiel gemacht haben. Okay, Out Ends Day, das war Roger gestern, das war nicht ich, was da reingekritzelt wurde. Können wir nicht rauslöschen. Genauso wie GBP USD war hier. Ich weiß gar nicht, wo sind meine Linien hin, Digga. Na egal. Auf jeden Fall sind das gerade so meine Setups. Man kann wirklich nie genau pauschal sagen, wie lange jetzt wirklich ein Setup geht, wie viele Setups du die Woche findest, etc. Genau, das hatten wir schon. Finn fragt, warum zwei verschiedene Stop-Loss und Take-Profit? Also der Stop-Loss ist normalerweise immer derselbe bei den zwei Einstiegen, aber ganz einfach, weil du nach System, nach Strategie sagt man, okay, 30 Pips, beziehungsweise immer das Dreifache vom Stop-Loss. Also das Ding ist, ihr müsstet genau wissen, wie Anthony das macht, beispielsweise, um das zu verstehen, aber ich sage mal tendenziell maximal 15 Pips TP, dann würdet ihr 30 Pips nee, 30, 15 Pips Stop-Loss, 30 Pips Take-Profit, so rum. Und das Ding ist, wenn der Markt halt einfach größ noch Luft nach unten hat, warum solltest du diese Luft nicht mit einem zweiten Trade mitnehmen? Weißt du, was ich meine? Einfach dann, wenn du 30 Pips Safety hast, dann hast du schöne Profite gemacht und mit dem anderen Trade kannst du dann einfach noch die längere Bahn nach unten mitnehmen, um halt, ja, wo er halt dann die nächsten, ja, zum Beispiel Supply-Demand-Zones halt eben hat. Auf was achtest du genau bei den Strichen, die du zeichnest? Eigentlich relativ simpel. Ich schaue halt wirklich nach Marktstruktur, was mir gefällt, was schön aussieht. Also jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, also GBP Audi ist, denke ich, relativ offensichtlich. Dann nehme ich einfach hier dieses High, nehme hier dieses High und schaue halt dann, okay, wo sieht das Ganze dann eben clean aus? Dann hatten wir hier diesen Kontakt, den nehme ich dann mit und halt hier diese zwei Kerzen, die hier geschlossen haben und dann zeichne ich so meine Zone ein. Unten eigentlich relativ ähnlich. Wir hatten hier diese mehrere Kontakte, deswegen habe ich hier die Linie unten gezeigt und das war einfach das Low. Und nimmt die Dochte mit, Leute. Die Dochte sind fein, aber sie sind aussagekräftig, okay? Deswegen nimmt die Dochte mit. Und wenn zum Beispiel jetzt, weil keine Ahnung, wenn ihr das jetzt hier so macht, dann ist es einfach, das ist einfach unsauber, Leute, weil das sieht einfach nicht schön aus, wenn dieser Docht da rausguckt. Deswegen nimmt den Docht mit. Und genau. Wofür ist der Indikator DC gut? Das ist dieses eine, das ähnlich wie Bollinger Bänder aussieht. Ja, ich glaube, die Dinger sind auch ähnlich wie Bollinger Bänder. Genau, das sind die Don-Chain-Channels und sie helfen dir eigentlich mehr oder weniger, also ich habe den Indikator selten drin, aber sie helfen dir mehr oder weniger eigentlich gerade dieses Support- und Resistance-Zonen zu finden. Zum Beispiel hier hast du jetzt halt meistens, wenn du eine lange Gerade hast oder hier auch, dann kannst du das meistens als Zonenansatz nehmen und dann hättest du hier jetzt zum Beispiel so ungefähr die Zone einzeichnen können, so Pi mal Daumen und dann hättest du hier halt ja was drin gehabt. Genau dasselbe eigentlich auch unten. Können wir mal gucken, ob das auch unten irgendwo passt. Ja, es geht. Also hier hätte man eventuell was trappen können, hier und hier. Ja, also ich nutze den Indikator eigentlich nicht wirklich. Ich habe ihn zwar hier irgendwie hinterlegt, aber ich benutze ihn nicht wirklich. Ich benutze die EMA. Und was Cedric zum Beispiel ganz gerne macht, er nutzt diesen, frag mich nicht, wie das Ding heißt, CMHLOC, warum auch immer. Und das zeigt euch einfach das Daily Low und das Daily High an. Und da könnt ihr meistens auch ansetzen, weil was Cedric setzt seine Zonen immer ganz gern danach. Das bedeutet, er hätte wahrscheinlich jetzt seine Zone so eingezeichnet. So, Cedric hätte jetzt seine Zone ungefähr so eingezeichnet. Ich finde sie so einfach clean. Leute, das müsst ihr einfach üben, einfach machen und dann kommt das mit der Zeit, das Gefühl dafür. So, warte mal, ich muss kurz den Chat wiederfinden. Sagen wir, TP1 gehittet und der Markt geht etwa 10 Pips weiter hoch und fällt dann. Wo ist in dem Moment dein Stop-Loss beim TP2-Trade? Also, ich mache es, Faustregel ist einfach nach 15 bis 20 Pips den Trade auf Break-Even zu ziehen. Das heißt, wenn der Markt 15 bis 20 Pips im Profit ist, dann ziehe ich den Stop-Loss von meinen 15 Pips Drawdown auf Zero, beziehungsweise immer auf 2 Pips Profit. Das heißt, selbst wenn der Markt wieder auf Null kommt, habe ich trotzdem 2 Pips verdient.
Und wenn der Markt dann halt, umso länger der Markt in die Richtung läuft, wo ich ihn haben will, umso mehr ziehe ich den Stop-Loss einfach immer und immer wieder nach. Aber das ist auch, ich mache das nach Gefühl. Ich habe da jetzt keine Faustregel, sondern ich ziehe den Markt nach Gefühl nach. Wenn ich zum Beispiel dann, keine Ahnung, wenn der Markt jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier das Beispiel an, der Markt ist jetzt hier nach unten ausgebrochen. Okay, warte. Der Markt ist jetzt nach unten ausgebrochen, Retest, wir sind hier eingestiegen. Zack, der Markt ist so weit runtergewandert zum Beispiel, ungefähr. Dann hätte ich zum Beispiel früher oder später dann einfach hier zum Beispiel, das hier wäre ein Anhaltspunkt, den ich genommen hätte, wo man zum Beispiel den Stop-Loss hinziehen kann im Nachhinein, wenn der Markt sich zum Beispiel hier unten befindet, weil du halt hier halt einfach diese Resistance hast, hier diese Resistance, hier diese kleine Demand-Zone, diese kleine Nachfragezone auf Deutsch. Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen. Oder dann halt hier unten, könntest du tendenziell auch nehmen. Hier dieses Beispiel hier. Also das heißt, ich schaue es eigentlich nach Marktgegebenheit an. Also ich habe da jetzt keine Faustregel, sondern ich schaue nach Marktgegebenheit, okay, bis wohin kann ich meinen Stop-Loss gerade ziehen. Aber wie gesagt, wenn ich 20 Pips im Profit bin, das bedeutet, sagen wir mal, wir haben hier unsere Position für den fallenden Markt. Wir sind hier eingestiegen. Ja, verdammt. So, wir sind hier eingestiegen und dann mache ich einfach Folgendes. Okay, ich nehme mir das Lineal und nach 20 Pips, wenn der Markt hier 20 Pips im Profit ist, hier 20, dann stelle ich mir genau auf diese Höhe, stelle ich mir einfach einen Wecker und dann schreibe ich hier unten rein, GBP AOD SL auf BE, also Stop-Loss auf Break-Even, stelle mir das ein und dann bekomme ich eine Benachrichtigung, wo genau das dann steht und dann weiß ich, was ich zu tun habe. So handhabe ich das Ganze. Leute, arbeitet mit diesen Alarmen, das ist wirklich mächtig. Funktioniert Price Trap für Krypto genauso gut wie für Forex? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es im Kryptobereich noch nie ausprobiert. Krypto ist mir, glaube ich, dafür ein bisschen zu volatil. du kannst es tendenziell tryen, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Zeigen Breakouts überverkaufte und verkaufte Zonen. Also im Endeffekt siehst du ja dann, welches Momentum der Markt halt gerade annimmt. Das ist ja häufig so, wenn er halt einfach eine Zone durchbricht, dann weißt du, okay, er hat jetzt wirklich die nötige Power gehabt, diese Sequenz im Markt zu durchbrechen und hat dann jetzt dementsprechend halt wieder Luft, sich nach unten zu arbeiten. Sarah fragt, also ist es nicht ganz so wichtig, wie breit man die Zone einzeichnet, das macht ja irgendwie auch jeder anders. Ja, genau, also im Endeffekt gibt es da kein wirkliches richtig oder falsch. Ich würde jetzt keine, Cedric nennt es immer, buschige Augenbrauenzonen einzeichnen, wo, keine Ahnung, du so eine riesen Zone hast, sondern halt schon gucken, dass du es eher klein hältst, eher schmal hältst. Umso genauer, umso besser. Das bedeutet, schau einfach, wo haben die Dochte reagiert, wo haben die Kerzen reagiert und schau da, dass du dann halt da einfach deine Zone einzeichnest. Aber das kommt einfach mit Gefühl. Kann man sich einen Alarm holen, ohne die Pro-Premium-Version von TradingView zu haben? Das weiß ich gerade gar nicht. Das musst du ausprobieren. Weil ich habe irgendeine Pro. Aber gerade ist Dinger, Leute, gerade ist Black Friday Week. Das heißt, gerade ist TradingView auch günstiger für den ein oder anderen Schwaben unter uns, der ein bisschen sparen möchte. Ein Alarm ist möglich, sagt Leon. Ja, genau, ich glaube einer war es. Danny fragt, das lese ich jetzt besser nicht vor. Okay, easy. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, heute am Start sein zu dürfen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr auch in Zukunft noch Fragen haben solltet in der Thematik, ich glaube, es gibt wirklich genug Ansprechpartner. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Ich packe euch hier mal noch mein Instagram rein. Könnt ein bisschen Liebe da lassen, wenn ihr Bock habt. Und genau. So viel quasi dazu. Ich werde das Ganze dann im Nachhinein auch noch auf YouTube hochladen. Ich werde auch noch die ersten zwei Tage hochladen, also Montag und Dienstag. Das Ganze findet ihr auf dem Team 0711 YouTube-Channel. Einfach auf YouTube Team 0711 eingeben und dann findet ihr das Ganze. Da haben wir auch noch frühere Trading-Bootcamps, Mindset-Bootcamps, alles drum und dran. Das heißt, da könnt ihr euch austoben, wenn ihr ein bisschen Bock auf Input habt. Und mit den Worten bin ich eigentlich fertig mit der Eigenwerbung und Schleichwerbung und würde sagen, das Wort geht zurück an den lieben Timmy. Ich bin euch dankbar, dass ich heute da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben. Und mit den Worten zurück ins Studio zu Mr. Rausch. Und ich bin raus an der Stelle. Wir sehen uns und yes, ciao, ciao. Yes, danke David für den geilen Input. Und ich würde sagen, sehr, sehr viele konnten hier auch mehr über PriceTrap lernen, auch die Neuen unter uns.
Und yes, das war es dann auch schon vor den heutigen Bootcamp-Tag. Es geht morgen weiter mit mehr Trading-Input über Marktstrukturen, wie erkennt man was, mit dem lieben Ensa. Und darauf können sich dann, denke ich mal, auch alle drauf freuen. Und mit den Worten sehen wir uns morgen um 20 Uhr zum Tag 4. Genau.